Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den sogenannten Palomarknoten bindet. Den Palomarknoten könnt ihr wunderbar zur Wirbelverbindung benutzen oder für eure Stahlvorfächer. Und natürlich ist der Palomarknoten ein sehr beliebter Knoten bei der Dropshot-Fischerei. Dazu aber gleich mehr. Und so wird der Knoten gebunden. Also, als allererstes habe ich mir hier mal so einen Schlüsselring genommen. Der spiegelt quasi so eine Wirbelöse wieder, damit ihr es einfach besser erkennen könnt. Und ihr braucht natürlich eure Hauptschnur. Zum Beispiel die geflochtene Hauptschnur wollt ihr mit einem Stahlvorfach verbinden. Und das ist jetzt quasi die Öse des Wirbels am Stahlvorfach. Was ich jetzt mache, ich nehme meine Schnur und lege sie doppelt zu einer Schlaufe. Jetzt nehme ich mir diese Schlaufe, so, nehme die Öse und ziehe einfach die Schlaufe durch die Öse durch und mache mit dem doppelt gelegten Teil einfach einen Überhandknoten an die Öse ran. So, ziehe jetzt die Schlaufe raus. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Erstmal hier aus dem Bild. Ihr habt jetzt einfach nur so eine Schlaufe an die Öse rangeknotet. Was ihr jetzt noch machen müsst, es ist fast fertig. Ihr nehmt die Öse oder das Stahlvorfach in dem Fall und zieht es noch einmal durch die Schlaufe durch. Und jetzt natürlich anfeuchten nicht vergessen. Das mache ich hier beim Schnürsenkel natürlich nicht. Und jetzt könnt ihr den Knoten langsam zuziehen. So. Schön vorsichtig immer. Das ist jetzt hier mit dem Schnürsenkel ein bisschen schwieriger. So. Zieht das richtig schön fest. Fertig ist der Knoten. Jetzt müsst ihr nur noch das überstehende Stück hier abschneiden, wie immer. Ein Stück Überstand beibehalten, damit der Knoten und der Zug nicht noch aufgeht. Das war es soweit zur Verbindung mit Wirbeln oder Stahlvorfächern zum Beispiel. Jetzt kommen wir mal dazu, wie benutzt man den Palomarknoten bei der Dropshot-Montage? So, solltet ihr den Knoten für eure Dropshot-Montage nutzen, dann macht ihr einfach das gleiche, was ich eben gemacht habe und zieht die Schnur so straff. Da sieht man auch schon, dass der Ring, stellt euch vor, dieser Ring ist jetzt die Hakenöse, ich nehme mal hier den Haken, dass es so bildlich besser klar ist. Also dieser Ring spiegelt diese Öse des Hakens wieder. So, die dann natürlich jetzt hier im 90 Grad Winkel absteht. Und so müsstet ihr das Ganze dann auch entsprechend knoten, wenn ihr den Palomarknoten für eure Dropshot-Montage nutzen wollt. Das heißt, hier ist dann der Haken dran, hier kommt das Dropshot-Blei dran, hier geht das Fluorocarbon-Vorfach weiter und wird dann später an die Hauptschnur geknotet oder wie auch immer. Das heißt, der Knoten ist gut geeignet für Wirbel- und Stahlvorfachverbindungen oder halt auch für eure Dropshot-Montage. Ich persönlich benutze den Palomarknoten nicht für eine Dropshot-Montage. Welchen Knoten ich fürs Dropshotten benutze und wie ich den binde, das zeige ich euch in einem anderen Video. Das habe ich auch schon abgedreht, das packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann sehen, welchen Knoten ich benutze, um meine Dropshot-Montage zu bauen. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Packt mir eure Ideen, Inspirationen in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.